Hallöchen, Leute. Ich mache gerade eine Drehpause, quasi Filmpause, mit meinem kleinen Tütenwacker. Nicht angehen, bah. Du bist eklig. Habe ich mir gedacht, kuschel ich mal kurz mit dem Kleinen. Guck doch mal ins Bild. Oh, hallo. Ja, ich werde belagert. Gieß mal runter. Danke. Nicht wegrennen. Bleib hier. Ja, bin gerade noch am Filmen. Ich drehe euch jetzt nicht um, da stehen nämlich die Softboxen. Ich glaube, man sieht es ein bisschen. Ich bin gut ausgeleuchtet, deswegen. Wacker, komm mal her. Komm mal her, schnell. Na komm mal. Guck mal. Guck mal hier. Guck mal, ganz süß. Bist kein Schauspielerhund, ne? Kein kleiner süßer Schauspielerhund. Ja, da habe ich mir gedacht, mache ich mal eine kurze Pause und drehe mal wieder einen kleinen Vlog. Und da ihr den Hund ja alles so liebt und ich den Hund auch so über alles liebe, habe ich mir gedacht, baue ich den nochmal mit ein. Guck mal. Oh, nicht angehen, du bist... Und er hockt jetzt tatsächlich auf der Lehne von der Couch. Ja, geh doch. Ja, wie süß. Einmal strecken. Komm mal hier, Wacker. Teddy. Ja, er hört übrigens auf Wacker, falls das noch einer nicht mitgekriegt hat. Teddy, komm mal hier. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Hallo. Au. Dumme Kuh. Was soll das denn? Und er latscht einmal über das iPad drüber. Ist ja nicht schlimm. Er schafft das auch übrigens, wenn wir im Bett liegen und die Fernbedienung einmal in der Mitte liegen haben, den Fernseher auszumachen. Du hast diesen Film drei Viertel durch und er latscht einfach mal über die Fernbedienung und ist aus und du darfst den ganzen Film wieder von vorne drauf machen und vorspulen. Oh, und er liebt das ja, Film. Wacker, guck mal. Und da liegt auch sein Quietsch. Dieses kleine süße Mäuslein ist nämlich sein Lieblingsspielzeug. Von Anfang an, das hat er als Baby schon gehabt und das haben wir letztens, ich glaube, ich habe es hinter der Couch gefunden, als ich renoviert habe. Und seitdem trägt er das wieder mit sich rum. Das bringt er auch einem ständig, um es wegwerfen zu können. Und dann holt er es mal wieder. Voll süß. Ja, ich schweife schon wieder ab. Hab ein paar Tags gedreht. Ich habe mir gedacht, ich muss mal wieder ein paar Videos mehr drehen. Ich glaube, das ist jetzt das fünfte. Egal. Dann kann ich mal wieder so faul auf meinem Arsch rumliegen und jeden Sonntag und Mittwoch einfach, ach, freischalten. Geht auch. Nein. Ich habe mir gedacht, ich drehe jetzt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr Videos. Da ich heute frei habe, bietet sich das auf jeden Fall an. Da ich gerade super beleuchtet werde, bietet sich das erst recht total gut an. Und ich das iPhone eh noch testen will. Von der Kamera her. Aber so auf dem kleinen Display ist es einfach ultra geil. Und ich muss schon sagen, also das iPhone rennt. Es rennt. Egal was man macht, wenn man die Apps öffnet, schließt, es rennt durch. Dieses Ding ist ultra schnell. Ich habe gerade gelesen bei iFun, dass irgendwie, keine Ahnung, das 32er von der Performance langsamer sein soll als das 128er. Ich meine, wer kauft sich ein 32er iPhone? Das reicht doch ja nicht. Ich habe mein iPhone ja auch mit 128 GB hier. Speicherperformance, 32 GB iPhone, langsamer als Variante mit 128 GB. Und die haben das tatsächlich getestet. Und es ist langsamer. Ist das nicht dreist von Apple? Was soll der Scheiß? Oh, ich bin hier total verkrumpelt, weil ich hier so doof auf der Couch rumliege. Egal. Ja, ich gehe jetzt gleich nochmal mit dem Hund raus. Der war vorhin schon mal raus. Ne? Da haben wir übrigens das kleine Igelchen. Ich habe gestern ein Igelchen gefunden. Das war ein bisschen angesabbert von einem Hund. Also man hat es gesehen, das war schon mal in einem Hundemaul. Dem geht es aber gut. Hatte keine Verletzungen. Ich habe es nur mit reingenommen, habe es in den Karton gepackt mit Heu. Hundefutter hat er auch gegessen. Wasser hat er auch getrunken. Und dem ging es gut. Also ihm ging es so gut, dass er mich angefaucht hat. Voll süß und er war so klein. Muss mal bei Instagram noch ein Bild hochladen. Ja, ich vorhin wieder ausgesetzt. Da war ich dann mit dem Hund raus. Und dann ist der auch weggeigelt. Voll, voll süß.
auf jeden Fall mal wieder ein kleines Tierchen gerettet. An der gleichen Stelle, wie ich damals das Häschen gefunden habe übrigens. Mein Septum schief. Septum schief ist wieder Piercing. Klar, mein Septum Piercing ist wieder schief. Ja, ich glaube, jetzt gehe ich mit dem Hund raus. Werde mir gleich noch was zu essen machen. Ich hoffe, bei euch ist alles super. Harry Potter Videos habe ich jetzt 2. Tags habe ich auch 2. Falls ihr noch irgendwelche Anfragen habt, bitte fragt mich nochmal nach einem Mach mal bitte ein Zauberstab-Video. Es ist unglaublich schwer, erkläre ich euch auch gerne nochmal oder habe ich euch schon erklärt in dem Video, was bald kommt. Ich würde es gern für euch machen, wirklich gern. Es ist nur unglaublich schwer, weil ich 3 bis 4 Stunden für so einen richtig extremen Zauberstab brauche und ich noch nicht rausgefunden habe, wie ich das in ein Video packe. Ich würde es gerne für euch machen. Aber ist schwierig. Wenn ich eine Drehbank hätte, 10 Minuten, zack, Zauberstab, fertig. Voll kein Problem, könntet ihr aber auch nicht nachmachen. Weil so wie ich das mache, ihr braucht eine Werkstatt, ihr braucht Werkzeug und so. Egal. Also würde es gerne machen. Ich versuche es auch nochmal für euch zu machen. Ich habe es schon mal gemacht. Es wurde furchtbar. Ich konnte dieses Video einfach nicht zusammenschneiden, weil es einfach richtig scheiße war. Egal. Ja, jetzt sage ich mal tschö, bis zum nächsten Mal. Und fange jetzt mal an, meine Videos zu schneiden. Tschüss.